zur Ruhe zu kommen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Wenzenbacherinnen und Wenzenbacher, ich darf Sie und euch ganz herzlich zum diesjährigen Neujahrsempfang begrüßen. Mein Amtsvorgänger Josef Schmid, den ich in unserer Runde ebenfalls willkommen heißen möchte, legte in seinen Neujahrsansprachen für gewöhnlich immer ein ganz besonderes Augenmerk auf aktuelle Veränderungen in der Bevölkerungsstruktur unserer Gemeinde. Und dieser Tradition komme ich heute Abend gerne nach. Es folgen jetzt also einige Zahlen aus dem Einwohnermeldeamt. Ende 2004 wohnten in Wenzenbach 8.132 Menschen. Innerhalb von 10 Jahren hat sich diese Zahl um einige Prozentpunkte nach oben hin verändert. Heute sind in Wenzenbach 8.431 Menschen mit ihrem Erst- oder Hauptwohnsitz gemeldet. Nimmt man diejenigen mit Zweitwohnsitz hinzu, kommt man sogar auf 8.700 Einwohner. Wir stellen also fest, Wenzenbach wächst und man muss kein Hellseher sein, um prognostizieren zu können, dass Wenzenbach auch in Zukunft wachsen wird. Mich als Bürgermeister sprechen regelmäßig junge Wenzenbacherinnen und Wenzenbacher an, die Pflücke geworden sind, die gern das Elternhaus verlassen wollen würden und gleichzeitig aber in Wenzenbach wohnen bleiben wollen. Genau dieses Vorhaben gestaltet sich äußerst schwierig, mangelt es doch in Wenzenbach an Bauland, insbesondere an finanzierbarem Bauland. Und gerade auch deshalb werden wir, das heißt der Gemeinderat und ich, im Jahr 2015 die Realisierung des Baugebiets Reuterberg in Angriff nehmen. Sie haben es vielleicht verfolgt, im Gemeinderat wurde über dieses Baugebiet sehr intensiv diskutiert. Wir haben uns dazu entschlossen, den Reuterberg zur Bebauung freizugeben, weil wir die sehr angespannte Situation am Wenzenbacher Immobilienmarkt mit diesem Baugebiet, das ja immerhin 114 Parzellen umfassen wird, entschärfen wollen. Aber wir blenden nicht aus, dass mit diesem Baugebiet infrastrukturelle Probleme im Zusammenhang stehen. Es ist so, dass es durchaus Anwohner gibt, die kritisieren, dass da ein ganz neuer Ortsteil oberhalb dieser Schule entsteht. Und die Anbindung soll also allein über die Unterlindhofstraße erfolgen, die ja recht eng, unübersichtlich und schon heute stark frequentiert ist. Aber uns liegt eine Verkehrsprognose vor, die besagt, dass durch die Bebauung des Reuterberges der Verkehr in der Unterlindhofstraße und auch in den Ortsteilen Fussenberg, Sandhof, Kühren zwar steigen wird, dies aber noch in einer Art und Weise geschehen wird, ja, die vertretbar ist. Außerdem konnten wir beim Investor erreichen, dass dieser auf eigene Kosten unterhalb der Mittelschule eine Baustraße errichtet. Damit entlasten wir die Unterlindhofstraße zumindest für 5 Jahre während der Hauptbauphase. Das allein ist aber natürlich nur eine temporäre Lösung. Wir müssen eine dauerhafte Lösung finden. Ich möchte als Bürgermeister ohnehin in den nächsten Jahren verstärkt in Straßennetz der Gemeinde Wenzenbach investieren. Wenn Wenzenbach weiter wachsen soll, weiterhin eine hohe Lebensqualität vorweisen soll, wenn Wenzenbach für die Zukunft fit gemacht werden soll, dann müssen wir ins Straßennetz, dann müssen wir in die Infrastruktur investieren. Und so komme ich also an dieser Stelle meiner Rede zum ersten Ehrengast. Seien Sie gegrüßt, Frau Abgeordnete Astrid Freudenstein. Sie dürfen jetzt mal applaudieren. Das wird für Sie heute Abend eine große Herausforderung. Ich war nämlich so kreativ und habe meine Ehrengäste in die Rede eingebaut. Also Sie müssen immer achten, wenn mal wieder einer genannt wird. Ja, Astrid Freudenstein gehört
den Bundestag an und stellvertretend dort dem Verkehrsausschuss. Und aufgrund dieser Position könnte sie für die Gemeinde Wenzenbach in den kommenden Wochen und Monaten sehr wichtig werden. Frau Freudenstein, wo sind Sie? Da hinten. Frau Freudenstein, man merkt, Sie sind noch nicht so lang in der Politik. Man muss immer ganz vorne in die erste Reihe. Wie ich Ihnen als alter Hase in der Politik sagen kann. Ja, Spaß beiseite. Frau Freudenstein, wir würden gern von der B16-Anschlussstelle Wenzenbach abgehend eine Gemeindeverbindungsstraße rauf zum Reuter Berg ziehen und sind da aber bisher auf wenig Gegenliebe beim staatlichen Bauamt gestoßen. Vielleicht können Sie uns in dieser Sache behilflich sein. In jedem Fall aber bitten wir Ihre Hilfe für den nächsten Bauabschnitt beim dreispurigen Ausbau der Bundesstraße zwischen Bernhardswald und Wenzenbach. Es ist so, uns Wenzenbachern ist natürlich nicht entgangen, dass sich auf der 16er in den letzten Jahren immer mal wieder infolge von Überholmanövern schwere Autounfälle ereignet haben. Insofern ist der dreispurige Ausbau sicherlich vertretbar, aber dieser dreispurige Ausbau mit der damit verbundenen Umleitung des Bundesstraßenverkehrs durch den Ortskern hat meine Gemeinde natürlich in so einen kleinen Ausnahmezustand versetzt. Es kam regelmäßig zu längeren Staus an der Anschlussstelle Wenzenbach, auch zu viel geblitzt ist worden, ja. Aber gleich mal zur Klarstellung, wir haben davon leider keinen Cent gesehen. Wir sind nämlich bei der Stadt Regensburg, die blitzen für uns und die Stadt Regensburg wusste schon immer, wie man gutes Geld machen kann. Nein, es gab auch immer mal wieder Unfälle, die Schulwege waren nicht mehr so hundertprozentig sicher, weil beim Begegnungsverkehr LKW, der ein oder andere LKW auch gern mal auf den Gehweg ausgewichen ist. Und ja, die Anwohner der Hauptstraße, Regensburger Straße, Kammerstraße, haben ganz bitterlich über die Lärmbelästigung von 13.000 bis 15.000 Fahrzeugen täglich geklagt. Ich wäre Ihnen da also sehr dankbar, wenn Sie noch einmal mit dem staatlichen Bauamt in Kontakt treten könnten. Es geht jetzt darum, dass das staatliche Bauamt zusammen mit dem Landratsamt die Probleme des ersten Bauabschnittes genauestens analysiert und dann zielführende Optimierungsmaßnahmen für den zweiten Bauabschnitt in die Wege leitet. Wir werden natürlich als Gemeinde auch noch mal den Kontakt suchen, aber doppelt gemoppelt hält in vielen Fällen besser. Ja, kommen wir zum zweiten Datensatz aus dem Einwohnermeldeamt. In Wenzenbach sind 46 verschiedene Nationalitäten vertreten. Insgesamt wohnen hier 354 Ausländer. Schöne bayerische Melodie, passt genau zu diesem Thema. Also, hier sind, wie gesagt, 354 Ausländer gemeldet, darunter auch 24 Asylbewerber. Dies macht also einen Anteil von 2 Promille an der Gesamtbevölkerung aus. Wer in solchen Fällen darüber schwadroniert, dass wir bald alle an Überfremdung zugrunde gehen, der ist schlichtweg zu doof zum Prozentrechnen. Das aber mal nur so am Rande. Ich möchte jetzt ganz herzlich unsere Landrätin Tanja Schweiger begrüßen. Der Übergang war ein bisschen suboptimal, gell? Aber ich rette es noch. Du wirst sehen, Tanja. Ja, ich weiß, dass viele meiner Bürgermeisterkollegen das ein bisschen anders sehen als ich, aber ich begrüße es außerordentlich, dass der Landkreis trotz gestiegener Asylbewerberzahlen weiterhin auf die dezentrale Unterbringung setzt. Nur so kann man eine Ghettoisierung verhindern und gleichzeitig ein menschenwürdiges Leben und eine rasche Integration ermöglichen. Hier spreche ich also dir wirklich ein Lob aus. Trotzdem bleibt auch ein kleiner Wunsch. Es ist so, unsere hier wohnhaften Asylbewerber stoßen schon das ein oder andere Mal an ihre Grenzen, wenn es um den Umgang mit Behörden geht.
So Besuche beim Ausländeramt laufen halt doch sehr standardisiert ab. Und wenn man dann so ein Schreiben bekommt im reinsten Behördendeutsch, dann stoßen die Asylbewerber auch häufiger mal an ihre Grenzen, weshalb ich unseren Jugendpfleger immer mal wieder auch abstellen muss zur Betreuung der Asylbewerber. Wir haben auch einige Ehrenamtliche in Wenzenbach gefunden, die uns da in der Unterstützung der Asylbewerber unter die Arme greifen. Ich bin da ohnehin sehr stolz als Bürgermeister, dass die Wenzenbacherinnen und Wenzenbacher die Asylbewerber sehr gastfreundlich und hilfsbereit in Empfang genommen haben. Aber Ehrenamtler und Jugendpfleger allein helfen eben nicht. Die sind nicht ausreichend, um die Asylbewerber optimal zu betreuen. Da braucht es auch noch Experten mit fundierten Asylrechtskenntnissen und Erfahrungen im Umgang mit traumatisierten Menschen. Und ich wäre dir, Tanja, sehr verbunden, wenn der Landkreis im Jahr 2015 vielleicht noch den ein oder anderen Experten anstellen könnte, der sich dann vor Ort um die Asylbewerber kümmert. Ja, kommen wir zum nächsten Datensatz. Sie sehen, die Mitarbeiter im Einwohnermeldeamt hatten die letzten Tage richtig viel zu tun. Ja, es gab im Jahr 2014 33 Geburten hier in Wenzenbach. Zum 31.12.2014 lebten in Wenzenbach 1602 Minderjährige, 400 Kinder im Grundschulalter lebten hier und 520 Jugendliche im Mittelschulalter. Trotzdem, wir befinden uns ja hier gerade im Mittelschulgebäude, ist die Mittelschule Wenzenbach nicht vollumfänglich ausgelastet. Ich war selbst kurze Zeit Schüler an dieser Schule, Ende der 90er, da hieß die noch Hauptschule. Und das waren also damals noch an die 300 Kinder, die die Hauptschule Wenzenbach besuchten. Heute sind es noch 124 Kinder. Dieses Schulgebäude hat eine Nutzfläche von 1500 Quadratmetern. Es werden aber nur noch in etwa 700 für den eigentlichen Schulbetrieb benötigt. Und an der Stelle begrüße ich jetzt also ganz herzlich die Landtagsabgeordnete Margit Wild, die auch dem Bildungsausschuss im Bayerischen Landtag angehört. Meine Damen und Herren, wir Wenzenbacher bauen natürlich auf unsere Mittelschule als Wohnort. Als wohnortnahe Bildungsstätte mit berufspraktischer Ausrichtung. Aber wir erkennen zumindest eines: die Mittelschulreform und der Beitritt zum Mittelschulverband NAB Regen hat den Schulverband, hat die Mittelschule Wenzenbach, den Schulstandort Wenzenbach, zumindest mal nicht dauerhaft gesichert. Und das ist eigentlich äußerst schade. Ich bin jetzt seit 1. Mai Bürgermeister und es gibt zwei Dinge, die mich ziemlich nerven. Das eine sind Grundstücksverhandlungen mit äußerst renitenten Landwirten und das andere sind Baustellen, die nicht fertig werden, weil es schlichtweg an Handwerkern mangelt. Ja, also Handwerker sind wirklich Mangelware und Achtung, jetzt kommt also der Werbeblock für diese Schule. Ich bin der festen Überzeugung, dass man heutzutage mit einem guten Mittelschulabschluss und einer soliden Ausbildung im gewerblichen Bereich im Anschluss deutlich bessere Berufsaussichten hat als so manch Akademiker. Und ich hoffe sehr, dass sich genau das in den Köpfen unserer Gesellschaft alsbald verfangen wird. Meine Damen und Herren, wir müssen unsere Mittelschule bald general sanieren. Bevor wir allerdings mehrere Millionen Euro in die Hand nehmen, brauchen wir Planungssicherheit. Wir haben zum Erhalt der Mittelschule, zur langfristigen Stärkung des Schulstandortes, einen Arbeitskreis Schule vor Ort ins Leben gerufen, der versuchen soll, durch pädagogische Innovationen und durch einen intensiveren Kontakt zu Ausbildungsbetrieben die Attraktivität der ohnehin schon guten Schule noch einmal zu verbessern.
Das allein wird aber nicht reichen, um die Mittelschule Wenzenbach dauerhaft zu sichern. Hier brauchen wir auch Rückendeckung. Rückendeckung vom Schulamt, von der Regierung und in letzter Konsequenz eben auch von unseren Landtagsabgeordneten. Vielleicht könntest du das mit nach München auch mal nehmen oder nochmal mit dem Schulamt, Regierung den Kontakt aufnehmen, liebe Margit Wild. Ich begrüße an der Stelle im Übrigen auch ganz herzlich den Schulleiter der Mittelschule Regenstauf. Er ist ja unser Schulkoordinator. Seien Sie gegrüßt, Herr Ammann. Ich bin mir ziemlich sicher, von Ihnen haben wir bereits Rückendeckung. Naja, die Neujahrsansprache der Bundeskanzlerin hat 15 Minuten gedauert, da bin ich schon drüber. Aber ich bin ja auch deutlich ambitionierter als Sie. Nein, Sie müssen sich nur noch ein wenig gedulden. Ich komme zum letzten Zahlenblock. 16 unserer 20 Gemeinderäte wurden in Regensburg geboren. Von den 234 Zuzügen in 2014 kam etwa die Hälfte der Neubürger aus Regensburg. Bei den 187 Wegzügen ist die Situation ähnlich gelagert. Sie sehen also, Wenzenbach und Regensburg sind eng miteinander verwoben. Das belegt mit unter anderem auch der erfreuliche Umstand, dass der Herr Oberbürgermeister einen seiner Besten geschickt hat, nämlich Norbert Hartl, unseren darf ich nicht sagen, ich bin ja heute nicht in SPD-Manier hier. Aber das mit dem Besten aus der Stadt, das lasse ich mal stehen und die Zuhörer können sich dann ihren Teil denken. Nein, hallo Norbert, schön, dass du da bist. Wenzenbach muss im Bereich interkommunale Zusammenarbeit sicherlich nochmal zulegen. Mir ist an mir, das ist erfolgsversprechend in der Kommunalpolitik, ist erfolgsversprechend im Fußball, nicht aber in der Kommunalpolitik. Und gerade auch deshalb begrüße ich es sehr, dass die Stadt Regensburg mit uns zusammen ein interkommunales Gewerbegebiet um den Tarnhof herum entwickeln möchte. Wir werden da die Verhandlungen auf jeden Fall 2015 noch einmal intensivieren. Und wenn es nach mir geht, lieber Norbert, möchte ich auch noch mal die Verhandlungen hinsichtlich des Radweges zwischen Grüntal und Regensburg intensivieren. Ich habe ja eigentlich schon mir erhofft, dass es jetzt ganz schnell geht mit einem neuen Oberbürgermeister Joachim Wohlbergs, aber habe dann mit bisschen Bedauern zur Kenntnis genommen, dass die Planung hinsichtlich eines Radweges rauf zum Kalberg und dann rüber nach Grüntal auch erstmal auf Eis gelegt wurden und man jetzt zunächst nur mit einem Sicherheitsstreifen arbeiten möchte. Ich weiß nicht, wie das in der Stadt die Polizisten sehen. Für uns ist die Polizeiinspektion Regenstauf zuständig und von denen hört man, dass Sicherheitsstreifen eigentlich überhaupt nicht sicher sind. Die generieren, die suggerieren Sicherheit für die Fußgänger und die Radfahrer, aber die Autofahrer halten sich daran zumeist nicht. Also vielleicht sollte man das auch noch einmal bedenken. Und in jedem Fall ist es natürlich so, 800 Meter Lückenschluss eines Radweges, die kosten auch einiges. Und die Grüntaler werden daraus einen größeren Nutzen ziehen als die Stadtmenschen. Aber auch die Stadt Regensburg wird daraus ihre Vorteile ziehen können, denn jeder Grüntaler Radfahrer ist letztlich ein Auto weniger im ohnehin stark frequentierten Straßenverkehr der Stadt Regensburg. Ja, jetzt ist die Feuerwehr weg. Nun, jetzt komme ich aber langsam wirklich zum Schluss. Ich begrüße zum Abschluss auch noch ganz herzlich den zweiten Bürgermeister der Marktgemeinde Regenstauf, Johann Dechand. Seinen Bruder und Vorsitzenden des Abwasserzweckverbandes Fritz Dechand. Applaus
den ersten Bürgermeister der Gemeinde Zeitlan, Franz Gröninger. Interkommunale Zusammenarbeit verstärken, das gilt auch für die Gemeinde Bernhardswald, mit denen wir wieder deutlich solidarischer zusammenarbeiten wollen, als das vielleicht in früheren Jahren der Fall war. Ich begrüße ganz herzlich den ersten Bürgermeister der Gemeinde Bernhardswald, Werner Fischer, und den zweiten Bürgermeister, Herrn Graf. Herr Pfarrer Babel, ich begrüße auch Sie. Grüße. Ebenso die Gemeinderäte, und wer jetzt noch gegrüßt werden möchte, gibt mir ein kurzes, dezentes Handzeichen. Gut, dann kommen wir also wirklich zum Schluss. Auch die Verwaltung sei herzlich gegrüßt. Sie haben es ja sicher mitbekommen, uns ist unser Geschäftsstellenleiter abhanden gekommen. Und es ist so, dass meine Verwaltung dadurch wirklich ziemlich rudern musste. Die mussten ziemlich powern, um den Ausfall zu ersetzen. Das ist ihnen meisterlich gelungen. Ich bin sehr stolz auf euch und möchte mich da auch nochmal für das Engagement bedanken. Ich freue mich, dass so viele Vereinsvertreter gekommen sind. Wenzenbach profitiert von der Nähe zur boomenden Stadt Regensburg. Wir sind schuldenfrei, wir wachsen weiterhin, wir erzielen ordentliche Gewerbesteuereinnahmen. Und das Wichtigste, wir sind aber weiterhin eine eigenständige Vorwaldgemeinde mit viel Tradition, mit viel Lebensqualität. Bei uns, da schläft man nicht nur, nee, bei uns, da lebt und wohnt man auch. Und das liegt daran, dass Sie, werte Vereinsvertreter, mit Ihrer Arbeit die Lebensqualität, den Freizeitfaktor in der Gemeinde Wenzenbach so hochhalten. Dafür ein ganz herzliches Dankeschön. Ich bedanke mich da wirklich riesig und hoffe, dass das 2015 ähnlich laufen wird wie 2014. Ich wünsche Ihnen ein freudenreiches Jahr 2015 und schließe mit einem altbekannten Einstein-Zitat: Wenn's alte Jahr erfolgreich war, dann freue dich aufs Neue. Und war es schlecht, ja dann erst recht.